Schnee, Berge von Schnee. Jeder Skiort in den Alpen wäre froh über diese weiße Pracht. Nur die Männer auf der Baustelle der Neumayer 3-Station haben so ihre Last damit. 8 Monate Winter in der Antarktis und der gesamte Bauplatz liegt unter einer gut 2 Meter hohen Eis- und Schneeschicht. Ja, wir graben hier den Stahl aus für die Station, der letztes Jahr hier in Kombis bzw. in Paketen abgelegt worden ist. Und wir haben die einzeln markiert mit Holzpfosten und da haben wir Blechschilder dran genagelt mit Nummern drauf, damit wir die auch heuer wieder finden. Die ganze Sache ist so ungefähr 2 Meter bis 2,50 Meter im Schnee drin und wir müssen das jetzt ganz vorsichtig befreien und werden das dann mit dem Kran rausheben. Tonnenschwer lastet der gefrorene Schnee auf den Stahlträgern. Jedes Einzelteil muss mühsam und zeitaufwendig ausgegraben werden. Aber auch vom Schnee befreit ist das alles andere als ein Spaziergang. Jetzt darf der Wind nicht auffrischen. Schon 10 Meter in der Sekunde, das ist etwa Windstärke 5 bis 6, reichen aus, um den Kran bedrohlich ins Wanken zu bringen. Langsam geht's zur Baustelle. Doch es bleibt ruhig und die Arbeiten gehen gut voran. Nach nur knapp 2 Wochen stehen alle 24 Stahlstützen der oberen Fachwerksebene. Aber hält auch das Wetter? Wir haben jetzt 2 Tage gutes Wetter, ist vorausgesagt. Danach wird es wieder Schnee treiben und Wind geben. Dann steht das natürlich an dieser Stelle wieder still. Und das ist natürlich sehr, sehr schlecht zu berechnen, wie schnell wir da vorankommen dann. Ne? Abwechslung von der Arbeitsroutine. Verstärkung kommt. Nachts gegen 12:30 landet am 22. November die Turboprop-Maschine mit 14 neuen Männern. Sie alle sind Spezialisten und werden für die nun anstehenden Bauarbeiten gebraucht. Doch so friedlich die Mitternachtssonne zur Begrüßung auch scheint, das Wetter kippt. Schneidende Kälte und orkanartige Stürme machen nun alle Außenarbeiten unmöglich. 2 Tage hält das Unwetter schon an. Der Zeitplan ist aber noch nicht gefährdet. Verzögerungen sind eingeplant. Noch steht der Einweihungstermin für Neumayer 3 Ende Februar.